Hallo Leute, ich bin der Mitnapper und HD und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch das Leslie Highly Skilled. Ja, ein recht großes 102-teiliges F1 Sortiment. Eines der wenigen, das ohne Knallerbsen und Wunderkerzen auskommt. ja, der Fokus liegt ja ganz eindeutig auf Kleinteile, wobei wir hier als Ausnahme zwei Fontänen haben, zweimal die gleichen. Dann haben wir zweimal Luftpfeifer, wir haben einmal große Cracklingbälle, einmal ganz normale Bodenbrummer. Was das hier ist, die Destruction Disc, weiß ich nicht. Die Spike Strips sind einmal Knatterpeitschen und die beiden hier oben, die Grenades und die Frostbanks, das weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Naja, wir werden es jetzt bei der Zündung gleich mal sehen, was ist. Und ja, mein Fazit findet ihr auf jeden Fall am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Na, der will nicht so ganz drehen. Ah, die haben unterschiedliche Farben. War schon cool. Muss ich sagen, also wenn es sich dreht, war schon geil. Ja. Machst du auch nochmal die anderen beiden? Jo. Ja, was gemerkt? Der eine war rot und die andere blau, ne? Ja, ja. Also die fand ich, ich finde die cool. Ja. Auf jeden Fall, ich mach die auf einmal, ne? Mhm. Ich finde die cool. Ja. Ja, aber hast du gemerkt, die Blauen, die zischen richtig sauer, während die Roten so ein bisschen... Ein bisschen, ja, die furzen so, ne? Die furzen, genau. Geil. Die aber Roten furzen, cool. Die Blauen kacken. Boah, das muss ich rausschneiden. Unbedingt. Unbedingt lass das drin. Ah, der ist ausgegangen. Was ist leer? Noch nicht ganz. Ja, also, warte, einen habe ich auch noch, ja. 1, 2, 3, 3. Jo. Das sind da noch alle. Jo. Bei einem ist die Kappe uns schon abgezogen. Ja, macht ja nichts. Sind ja eh nur Presslinge. Ja. Kritisch wäre das bei wenn das Kügelchen wären, aber das macht ja nur noch Funke. So. Der Rest ist. Geht ja mies ab, das Zeug. Oh ja. Oh. Ein Ticken lauter, glaube ich, hat sie da vorne. Ja.
Jo, einen habe ich noch. Jo. Da ist sie cool aufgegangen. Jo. Die letzte Tür haben wir auf dem Boden. Ja, würde ich mal sagen. Nummer 4 und den Rest machen wir zusammen. Ja, klingt gut. So, wie heißt es? Spike Spread? Spike Spread? Spike 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 Spike. Mach mal 3, das reicht. Okay. Ja, sind schon monoton, oder? Ja. Aber lustig. Ja, so ein bisschen monoton, aber also auch recht laut für F1, ne? Also ein bisschen knallen möchte. Ja. Jo. Also sehen tue ich ehrlich gesagt nicht viel. Ja. Jo. Ja, das ist gut. Durchballert. Ballert, Digga, ballert. Boah, unnormal, unnormal. Unnormal, so unnormal. So, so. Kennst du den Meme mit X-Factory? X-Factory? Muss ich später mal zeigen. Oh, boah, unnormal geil. Unnormal. Ich zeige es. Hast du einen? Großartig. Hm? Haben wir keinen mehr? Ah, das ist auch klasse. Hast du den letzten genommen? Hast du den letzten gezündet? Gar nichts mehr? Gar nichts. Boah, boah. Ist schon Atze, aber irgendwie. Bööö. Was haben wir hier Geiles? Aber wenn du willst, kannst du die letzten zwei. Na, mach wie du willst. Jo. Wie schick. Boah, die finde ich richtig gut. Ja. Also die sind echt geil. Ja. Bist geil. Geil, unnormal. Unnormal. Hast du einen? Machst du doppelt? Ich mach doppelte Lunte, Bruder. Doppelte Lunte. Zwei Lunte auf einmal rauchen. Ja, Mann. Unnormal. Los, Brudi, gib Lunte. Waren das jetzt beide? Das waren beide auf einmal, ja. Sicher? Ja, 100%. Okay. Mal gucken, ob wir auf dem Untergrund brennen.
sind schon gut. Also auf dem Untergrund, da machen sie es auch jeden, ne? Ja. Was sagst du, auf dem Untergrund machen sie es mit jedem? Mhm. Brudi, was ist los? Ja, sind okay. Boah, mieses Beyblade. Let it rip, Beyblade. Soll ich die mal zwischen die hier machen? Was? Soll ich die mal zwischen diese Dinger hier machen? Ja, machen wir nach dem Video. Okay. Da können wir Scheiß bauen. Alles klar. Aber besser als so manch Weko und Nigo-Artikel. Also die, besser als so manch Brummer, die du so im Discounter kriegst. Ah, die haben auch Feuer, ne? Also die haben richtig Power. Ja. Die kennst du ja so diese ganz billigen, die sich kaum bewegen. Ja. Also die haben auch und fertig. Ja, genau. Und die beschleunigen sich auch kaum. Ja. Also die brennen ja schon länger und haben auch Power, so bewegen sie ein bisschen. Das ist schon gut. Ja, das, der war, glaube ich, ein bisschen größer als der andere, aber ja, nicht schlecht. Okay, sehr kurz. Ja, sehr kurz. Aber lauter als erwartet. Ich fand ihn ziemlich laut. Oh. Aber mag sein, dass ich nicht mehr gewöhnt bin. Naja, ich mag meine Funkeheuler lieber. Boah, ich finde das noch nicht. That's what she said. Ja, aber sehr kurz krass. Ja. Boah, Schatz, es ist so dunkel, ich finde das noch. Kommen wir zu meiner persönlichen Bewertung. Also ich finde, das Highly's Guild ist nach wie vor immer noch so eins der besten F1-Sortimente auf dem Markt. Wir haben hier zwar ein paar Fontänen, aber der Fokus liegt eindeutig eher auf Kleinteile, was das Highly's Guild doch schon so ein bisschen von seinem kleinen Bruder, nenne ich jetzt mal das Predator Pack, abhebt. Dort ist ja eindeutig der Fokus eher auf Fontänen gelegt. Zurück zum Highly's Guild, also ich finde es schön, dass hier kein Füllmaterial wie Knallerbsen oder Wunderkerzen enthalten sind. Ja, zu den eigentlichen Artikeln, ja, ich fand die Luftpfeifer eher so mittelmäßig. Ja, wobei ich da sagen muss, man ist von den Funke-Luftheulern bzw. in Anführungsstrichen Bodenfontänen wohl so ein bisschen verwöhnt. Die sind halt 100-mal stärker. Die großen Crackling-Bälle fand ich eher enttäuschend. Also es ist halt eine große Mogelpackung. Es ist halt eigentlich ein gepresster Meteorit in einer Plastikschale. Muss so nicht sein. Die Destruction Disc fand ich sehr schön. Also Problem ist halt, man braucht da definitiv einen glatten Untergrund. Auf asphaltierter Straße drehen die sich so ziemlich gar nicht. Die Brummer waren in Ordnung. Ich fand, gefühlt waren sie doch schon ein bisschen stärker als so die normale Veko Nico Komet Verbrauchsware. Die Spike Strips waren ganz in Ordnung. Ich finde gerade, wenn man die ja im Bündel mal so ein bisschen zusammenzündet, macht das wirklich was her. Frostbanks, bzw. Grenades waren halt so, ja, ich sag mal Standard-Meteoriten. Also unterm Strich auf jeden Fall ein sehr ansprechbares und sehr gut sortimentiertes, ja, F1-Sortiment. Also für Leute, die mal wirklich ein gutes F1-Set für unter dem Jahr brauchen, auf jeden Fall definitiv Kaufempfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.